Aber jetzt zur Bitte. Natürlich gibt es für unseren Ehrengast aus Graz einen Einmarschmelodie. Freddy Krall, Hofdichter aus Graz, Büttenredner, Gast hier in Rohrbach. Die Rohrbacher eine Bildung haben. Ich grüße euch mit Olé! Olé! Super! Dann habe ich noch eine Frage. Sind Kartenspieler unter euch? Olé! Wo sind sie? Hände hoch! Präferenz auch? Die werden mich besonders gut verstehen. Im Tschecherl, im kleinen Extrazimmer, treffen sich am Mittwoch immer der Fritz, der Ederl und der Franz zu einer Klassenpräferenz. Doch jedes Mal gibt's vor dem Kampf mit der Worterei einen Krampf, denn der Franz, eine Schweinerei, der kann und kann nicht pünktlich sein. Am Tisch sind hergekriegt schon die Karten und die zwei, die Worten, nur der Franz lässt sie nicht blicken. Beide sind nervös und schicken jeder schon so 4, 5, 3er. Und alle ist dasselbe Leier, alle ist derselbe Tanz, wer nicht da ist, ist der Franz. Da geht auf einmal heiß, der Edi. Ich sag, dass Fritz am liebsten Teddy heute ein Watschen geben, den Hund. Jetzt warten wir schon über eine Stunde, und jedes Mal holt er uns für Nohen, heut wär ich aber eine vorn. Glaub mir's, hätt man nur einen Dritten, ich tät den Trottel nimmer bitten, und sogar dem GG doch Bali, Franz heißt wirklich nur ein Kanali. Der Schiller war da nicht zu hart. Vielleicht hat er auch so lang gewartet. Ich werde ihm sagen, hast eh keinen Preis von Präferenzen. Uns wirst du nimmer länger pflanzen. Das merkt er jetzt einmal, du Wedel, und speicher's in dein Fetzenschädel. Recht hast Edel, sagt der Fritz, heut hau mir eine, wird der Blitz. Lass nur kommen, heut das Gefraß, dann sag ich ihm, was mir nicht passt. Pass auf, ich werde ihm sagen, du Haringgesöchter, du Mini-Playboy, du Verrückter, glaubst mir fallen vor dir auf Knie, du hast doch keine Weh vor dir. Wenn's noch einmal zu spät kommst, kriegst du einen Kitsch, dass du umfallst wie der Ursulitsch. Drauf meint der Edel auf den Franz, mach kein Eindruck, so ein Tanz. Bei dem erreichst nix mit dem Schimpfen, ich glaub, den müssen wir einmal impfen, wenn sein muss mit dem Kuchelmesser, der will, der versteht's nicht besser. Fritz, ich schwör das in die Hand, den nehm ich heute auseinander. Wenn der eine kommt, der Schuld ist er zerrissen in der Luft. Pass auf, ich beiße ihm zuerst ein Gewind in die Flachsen, dann schraufe ich ihm auf die Sesselhaxen, nachher binde ich ihm die Hände und reiße ihm einzeln alle Zähne. Dann reiße ich ihm, das ist kein Flaus, die Haare mit der Pinzetten aus, das mache ich ohne Wimpernzucken und schenke ihm nachher eine Perücke. Dann gebe ich ihm einen Magenbeigel, spuck ihm auf das rechte Eil, das linke lasse ich ihm zum Rehren, wirst sehen, den zag ich heut an mir. Bravo Edel, schreit der Fritz, heut haben wir eine wie der Blitz, heut möchte ich nicht einmal ums Verrecken in der Franz, in Franz seiner Haut drinstecken und weiter tanz noch Aussicht malen, für den Franzl neue Höhlen wollen. Eine Strafe wird lange Worterei, es war sogar Skalpieren dabei. Und gerade wir's intensiv besprechen, was besser war, der Würm, der Stechen oder einfach Kleider schlagen, steigt der Franz aus seinem Wagen.
Na, wird die Zweiten kommen sehen, ist mit ihrer aus und geschehen. Der Fritzl schreit, der Franz ist tot. Er auch, dumm mit dem Hebo. Der Edel schreit, der Franz, und kriegt in den Augen einen feuchten Glanz. Der Franz sagt nur Entschuldigung, ich war bei einer Kotz am Sprung, und jetzt bin ich angehetzt ganz. Na, Hauptsache, dass du da bist, Franz, sagt der Edel ganz gerührt, wir haben schon geglaubt, es ist was passiert. Darauf sagt der Franz ergriffen zu Ort, und ich hab geglaubt, das hat's an Bord, das tät mir leid, ihr lieben Guten, beide. Geht rade, Franz, weg die paar Minuten. Für euch, liebe Damen, habe ich auch etwas. Den Titel traue ich mir gar nicht zu sagen, das wird man vielleicht falsch ausgelegt. Ich sage es trotzdem, es heißt die Bananen. Am Markt kommt unlängst zu einem Standler, ein Mann, der ausschaut wie ein Sandler. Und außerdem sieht man ihm an, dass er nicht gar so gescheit sein kann. Mit einem kleinen Netzerl in der Hand kommt zu, wie er zum Kräuterstand. Und wie er langsam hin so zottelt, wirkt er ein bisschen leicht vertrottelt, wie das oft der Fall ist bei den Männern, die so mit dem Zeckerl umeinander rennen. Und noch dazu, es ist ein Malheur, hört er auch ein bisschen schwer. Und so kommt's, wie es kommen muss, zu dem folgenden Diskurs. Tag daher, was kriegen wir denn? Lauter reden, bitteschön. Na, ich frag ihn, was willst du denn haben? Zwei Bananen und ein Kilo Trauben. Ja, Trauben sind da, fixier's Kalas, nur die Bananen sind schon aus. Ich hab schon gesagt, mein lieber Herr, Bananen hab ich nimmer mehr. Sagen's mir halt, was Sie gern haben. Zwei Bananen und ein Kilo Trauben. Schauen Sie, nehmen Sie einen Mandarinen, so schöne hab ich da herinnen. Und außerdem sind's heute Böllig. Trauben und Bananen will ich. Jetzt geht der Standler leicht in die Höhe. Ja, glauben Sie denn, ich mache einen Schmäh, dass ich keine Banane habe? Herr, Sie bringen mich ins Grab. Nehmen Sie halt um Gottes Willen statt Bananen heute Marillen. Oder in drei Teufelsnamen, Pfirsich, Griecheln oder Pflaumen. Alles habe ich da, schaut's her. Orangen, sogar Heidelbeer. Äpfel kann ich Ihnen zeigen. Maschanska, Kronprinz, ganze Stein, nur verstehen Sie mich. Banane, hab ich heut nicht einmal mehr eine. Drauf sagt der Kunde, Sie sind's leise, wie sagt sind Bananenpreise? Wenn's teuer sind, dann nimm ich's auch. Ich will ja heute eh nur zwei. Da packt den Standler schwer dazu. Was soll er mit dem Trottel tun? Lieber Himmelvater, halt mich zurück, da ist ihm ja nicht gleich ein Druck. Dann brüllt er. Blämpel, Blätter, jetzt hoch her. Wenn's jetzt nicht klappt, geschicht einmal her. Pass auf, da hab ich Bier für Leute ohne Hirn. Da hab ich den Kloten für Vollidioten. Die brauchen sie, nehmen sie es ihnen. Da will ich gar nichts dran verdienen. Und jetzt zum letzten Mal. Banane. Bitte schön, verstehen Sie mich. Banane. Hab ich heute nicht einmal mehr eine. Da geht ein Leuchten übers Gesicht vom Sandler. Und vorwurfsvoll sagt er zum Standler. Ach so, jetzt versteh ich ihn endlich. Warum rennt's denn nicht gleich verständlich? Ich hab kapiert, was Sie jetzt meinen. Lass mir die Trauben. Geben Sie mir halt vier Bananen.
Gastgeschenke, zwei Gastgedichte hat er mitgebracht. Wiederfriede, danke recht herzlich. Ja, ein Profi seines Werkes, bravo Friede, ganz super, dieses Gastgeschenk. Und wir wollen unsere Gäste ja nicht ausnutzen, wir wollen...